Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 27. Oktober 2020 mit einem spontanen Video für dich. Was denkt und fühlt dein Seelenpartner und was ist sein möglich nächster Schritt? Natürlich mit den Lenormand-Karten. Bevor wir mit der Mischung der Karten beginnen, bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und erstmal in der Energie der Kristallschale eintauchst. Und während ich die Karten mischen werde, sende mir deine Gedanken zu. Ein kurzes Ritual mit dir gemeinsam. So fühle in dich hinein und versuche die Energie der Dankbarkeit in dir wachzurufen. So sage dir, ich bin dankbar für diesen Tag, ich bin dankbar für diesen Morgen, ich bin dankbar für meinen Kaffee vielleicht. Ich bin dankbar für die Begegnungen, die ich heute erleben darf. Ich bin dankbar für die Aufgaben, die ich heute bewältigen darf. Ich bin dankbar für die Lektionen, die ich heute lernen darf. Ich bin dankbar für die Menschen, die an meiner Seite sind. Ich bin dankbar für meine Arbeit. Ich bin dankbar für die Liebe. Ich bin dankbar für meinen Seelenpartner. Ich bin dankbar für dieses Gefühl, das ich für meinen Seelenpartner fühle. Und vieles, vieles mehr. Also mit der Energie der Dankbarkeit könnt ihr sehr gut eure Schwingung erhöhen. Das ist die zweite Kraft. Also die zweitstärkste Kraft im Universum. Und wenn du das so wirklich aus dem Herzen heraus fühlen kannst, die Dankbarkeit, lass dich von dieser Welle wirklich erfüllen von der Dankbarkeit. So, ich habe heute die Tasse mitgebracht. Ich verdiene nur das Allerbeste. Und viele, die mir folgen, die haben das schon gesehen, also da die erste Teilnehmerin gestern schon die Tasse erhalten. Und ich bin echt auch sehr dankbar auch für diese tolle Kreation und auch so dankbar, dass es also bei euch so gut ankommt. Und ich bin total berührt, dass wirklich mit Autogramm die Tassen bestellt werden. Also da kullerten mir einfach nur die Tränen. Konzentriere dich und konzentriere dich auf deinen Seelenpartner. Was denkt er denn für dich? Was denkt er denn für dich, wenn er an dich denkt? Was denkt er denn für dich, wenn er an dich denkt? Und was fühlt er denn in seinem Herzen? Was fühlt er denn in seinem Herzen, wenn er an dich denkt? Was fühlt er denn in seinem Herzen? Und was ist sein möglich nächster Schritt? Ja, also wie du siehst, also es ändert sich nicht allzu oft, ja, ändert sich nicht allzu oft hier der Kartenblatt. Also er hat heute starke Sehnsucht. Also gestern hatten wir die Energie des Portales, hatten wir in die Emotionen. Vielleicht hat dich auch so, haben dich auch starke Emotionen überkommen. Und wie du siehst, das spielte hier wirklich schon eine große Rolle. Und dass diese Emotionen einfach, was er versucht hat, immer wieder zu unterdrücken, also immer wieder hochschwappen. Und das kann man auch wirklich nicht ändern. Was denkt er an, wenn er an dich denkt? Also er fühlt diese Verletzungen oder er denkt auch, es könnte zu Verletzungen führen. Also dieses Herzensweg, also mehr oder weniger, es könnte... Wie sagt man das? Die Finger verbrennen, sage ich jetzt mal.
Also der Herzensweg zu gehen, könnte also hier zu großen Verletzungen führen. Und er sieht da keinen Ausweg mehr. Er kann ja nicht mehr zurückrudern. Also diese Karte symbolisiert für mich auch die Sackgasse, die Mauer, wo man also immer wieder dagegen kommt. Und der Herzensweg bezüglich dich, wir wissen ja auch, dass der Seelenpartner, der Gefühlsklärer, auch wirklich immer wieder die Gefühle versucht zu unterdrücken, weil er Angst von dieser Verletzbarkeit, von der Verletzungen also generell hat. Auf der Herzebene, wie du siehst, ist hier noch im Geheimen, also er hält das noch im Verborgenen, er hält das noch im Geheimen, er hat zwar dieses Gefühl bei dir, da ist er angekommen, dieses häusliche, dieses schöne Gefühl ist bei ihm da, also es erfüllt sein ganzes Herz, wenn er an dich denkt, diese Warme, diese Geborgene, dieses Angekommensein. Und da bist du und alle drei Karten stehen hier auf dem Kopf. Was bedeutet das? Dass er das alles fühlt, das ist alles da und er sieht dich auch hier wie eine Traumfrau, wie eine sinnliche Person, die wirklich diese Ausstrahlung hat. Er sieht hier dich wirklich als eine Königin, aber fühlt er auch genauso. Aber er lässt es wiederum so ein bisschen nicht zu, er unterdrückt das immer wieder. Ja, und warum unterdrückt er den immer wieder? Weil hier noch eine Schlange da ist. Also wenn du hier mit in Resonanz gehst, da könnte wirklich eine Frau noch eine Rolle spielen. Das kann, wie gesagt, eine Schwester sein, das kann jetzt eine Mutter sein, eine Freundin sein. Also jemand, der gegen eure Verbindung ist. Jemand, der ja, vielleicht selber Interesse hat, entweder an der Freundschaft und an diese Beziehung. Also es kann auch eine Ex-Frau sein, wie du weißt, dass die sagt, ja, dann hat er dann keine Zeit mehr für mich oder für die Kinder oder wie auch immer. Wie du siehst, die Schlange spielt hier noch eine Rolle und das macht ihm richtig unruhig. Also da gibt es auch Streitgespräche, Unruhe generell, Nervosität generell vielleicht, ja. Vielleicht merkt sie auch deine Energie und wie du siehst, also es geht hier um diese tiefe Seelenliebe, weil das kann man auch nicht verstecken. Und selbst wenn man das leugnet, spürt man diese Schwingungen. Wenn du ein Seelenpaar in einem Raum erlebst, dann weißt du Bescheid. Also ich hatte hier ein paar Mal, also bei meinen Klienten, die wirklich paarweise da waren, also beide gleichzeitig, und das konnte man spüren, das ist wie so ein Knistern in der Luft, also das kann man nicht verbergen. Schau mal hier, also da hält das wirklich im Geborgenen, wegen dem Verletzbarkeit, also diese Seelenliebe und also diese ganze Verwirrung und dieses Geheimnis resultiert nur wirklich von Schlange. Ja, also weil da noch eine Schlange eine Rolle spielt. Und wir haben wirklich eine sehr, sehr transformatorische Energie jetzt, im November sowieso. Und also auch im Außen jetzt bei den Menschen kommen auch die Ängste wieder hoch. Ja, also jetzt auch mit dem verstärkten Einschränkungen und unbewusste Ängste. Teilweise ja natürlich Existenzängste, aber auch Ängste, um vielleicht auch teilweise zu erkranken. Das ist immer unterschiedlich bei den Menschen, wie jemand das so für sich auffasst. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr in diese positive Energie geht, dass man sich aus dieser negativen Energie erhebt, weil das zieht wirklich die Schwingung runter. Und das spürt auch dein Gegenüber, wenn du ins Vertrauen gehst, wenn du wirklich daran glaubst, dass alles gut wird, das erhebt wesentlich deine Stimmung. Ich habe gestern Abend kein Video mehr geschafft, aber also ich versuche wirklich auch heute, aber heute habe ich auch eine Reiki 1 Ausbildung. Und ich habe auch wirklich die Termine jetzt nach dem Urlaub ziemlich voll, aber ich versuche trotzdem, so gut es geht, für euch präsent zu sein. Solltest du einen Termin buchen wollen bei mir, also plane ein bisschen Wartezeit mit ein. Also ein paar Tage auf jeden Fall.
Also es geht hier um den Einklang, schenke der Welt dein Lied. Also wenn der selber mit sich selber in Einklang ist, dann kann der auch dieses Lied wirklich der Welt schenken. Also der strahlte das ja auch aus. Und es begleitet ihn Parvati nochmal mit Geduld. Entspanne dich, dein Himmel ist dieser Augenblick, dass er einen Moment innehält und ja, dieses Gefühl einfach zulässt. Und Engel des Abenteuers, das Leben ist ein Abenteuer. Das ist immer wieder, das dir immer wieder neue Möglichkeiten bietet. Nimm alles mit Mut und Begeisterung an. Ergreife alle Möglichkeiten. Natürlich ist das Leben ein Abenteuer und natürlich kann man auch nicht alles planen. Verzeihung meine Stimme, wenn ich so viel rede. Also wenn dein Herz friert, weine ich. Lass dich wärmen von meinen immerwährenden Sommerstrahlen. Also es begleitet ihm hier Elfen öffnen Herzen, dass er wirklich dieses Herzenswärme auch aus sich selber herausstrahlt. Und Liebe ist wie das Wasser, sie findet ihren Weg. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Bist du mit in Resonanz gegangen? Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über ein Like. Und wenn du das nächste Mal dabei bist, freue ich mich umso mehr. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.